Geil, und ich kenne sogar von Imp und Kuchen TV das originale Interview. Da gucken wir uns mal die YouTube-Kacke dazu an. Freunde des Impfung-Podcasts, heute ist eine ganz besondere Folge. Ich habe einen Gast da, der ist ein Bastard. Es ist der erste von den Personen, denen ich vorher mal eingeblasen hatte. Na gut, die letzten Male hat es vielleicht auch gestimmt. Hier ist er, Kuchen TV. Jo Leute, was? Lass mich aus. Rede und du spast. Wie mein Vater immer. Das ist ja dieser halt die Fresse. Ja. Ja, zu meiner ersten Frage. Du hast ja erst mehrmals auch öffentlich gesagt, dass du in meinen Arsch kommen möchtest und jetzt bin ich schwanger. Wie kam es dazu? Jetzt bin ich schwanger. Ich bin nicht der Vater, ja, also bitte. Also selbst wenn der DNA-Test sagt, hier, du bist der Vater, ich bin es nicht. Ja, keine Ahnung, jetzt will ich hier mal Kinder haben. Aber bist du aktuell zufrieden mit meinen Sexfähigkeiten? Das klingt auf jeden Fall so, als wenn du nicht zufrieden bist. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich hab's ja jetzt ja gelassen. Ich bin eingeschlafen. Fix zu fragen. Hallo, das kriegt man erst ab einer gewissen Größe. Ja, meine Freundin schläft auch immer ein. Deine Videos sind scheiße. Wir zusammen kochen, sind wir uns natürlich. Da einig? Jetzt sind wir uns da einig, ja. Das ist ja dieser die Fresse. Ja. Fangirls, meldet euch, ich bin jetzt wieder frei. Wir können uns jetzt zum Bumsen treffen. Ja. Ich will dich jetzt nie enttäuschen oder irgendwas, aber das wird sich noch ganz schön nach in die Zukunft verziehen. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis du jemanden findest. Jetzt bräuchten wir so ein geiles kleines Kind. Boah, genau. Jo, Leute! Heho, heho, heho. Alter, lösch dich, du scheiß Spasti. Aha, naja gut. Hört man von Ihnen jetzt, überhaupt noch was? Wir haben ja eben ein paar Videos angesprochen. Du meintest ja eben, du findest deine Videos so fast alle scheiße und ein paar waren dann auch richtig scheiße. Richtig scheiße, genau. Also einige Videos habe ich rausgenommen, weil mir der Humor gefallen hat. Zum Beispiel, wo ich diese Interviews gemacht habe, wo ich dann so zu 14-Jährigen gehe und die durchnehme. Also privat kann ich vielleicht noch drüber lachen, aber ich finde nicht, dass man privat noch drüber lachen kann. In der Tat. Also bei der Gamescom. Ja gut. Hey, fickt euch! Was immer hilft, ne? Wenn ihr mal Beef habt mit KuchenTV, macht den einfach die Speicherkarte kaputt. Macht den Speicherkarte kaputt. Das kommt immer gut. Da hat Katja wohl den Anwalt eingeschaltet, weil ich ihre Adresse geleakt habe. Anzeige ging raus. Lol. Ich habe noch was anderes, da habe ich leider das Video nicht mehr zu gefunden. Das Geile ist ja, wenn ich bei mir zum Beispiel jetzt die Adresse liegen würde, würde niemand kommen. Niemand. Niemand. Das ist halt das Gute, ne? Wenn man von niemanden, also wenn man eine kleine Community hat, ne? Da kommt eh keiner, ne? Ich würde noch nicht mal selber kommen. Wenn ich meine Adresse liegen würde, ich würde noch nicht mal selber zu mir kommen, ne? Der Polizei vorgeladen worden, weil du da irgendeinen Scheiß gemacht hast. Ich war da einmal wegen meiner Mutter, weil ich ihren Kühlschrank gekauft habe, das war's. Ich habe sie, glaube ich, dann eine halbe Stunde oder so später angeschlagen und dann wurde es auch wieder eingestellt. Weil ich einen Kühlschrank gekauft habe. Also, die meisten Meinungsblogger, die haben ja eine Meinung zu generell allen möglichen Themen. Ja. Aber sie seid komplett dumm. Ja. Aber sie freuen und vier paar Punkte auch. Ja. Denkst du, dass die sich ja schon mal eine Gurke oder ein Rettich eingeführt haben? Ja. Okay. Und jetzt lassen wir ein... Wichtig ist auch nur zu wissen, wenn er die Möglichkeit hätte, welches Tier wär's dann? Ich sag nie den ganzen Satz, ne? Nee. Okay. Große Wassertiere. Bestimmt. Delfine. Nee, also ich muss sagen, wenn du das im Funk geschafft hast, ne, dann bist du bei den ganz großen T-Shirts. Ich guck mir das ganz gerne an.
Er macht da relativ spannende Interviews. Gut, ist jetzt nie, ist eher so auf dem Niveau von, ja, von YouKnow, aber immerhin gucke ich mir trotzdem gerne an, sind ja auch hier und da gerne coole Interviewpartner. Und dazu gehört jetzt nie KuchenTV, ne? Aber sind schon coole dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchamp da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.